Ich bin Claudia Hamann vom Caritasverband Osnabrück-Melle. Ich mache Kurberatung und berate vornehmlich Mütter und Väter und pflegende Angehörige. Ich habe festgestellt, dass durch Corona die Menschen belasteter sind, dass sie mehr Einschränkungen haben und mit denen auch leben müssen. Und das war vorher nicht so. Ich sehe da zum Beispiel Mütter und Väter, die Homeoffice machen müssen, aber auch nebenbei noch die Schulsituation der Kinder organisieren müssen. Das ist sehr anstrengend, auch wenn es zum Homeschooling kommt. Und ich kenne da zum Beispiel auch Angehörige, die pflegen ihre alten Leute oder auch behinderte Menschen. Und wenn dann die Tagespflege ausfällt oder zum Beispiel die Werkstatt eingeschränkt arbeitet, dann ist das schon ziemlich anstrengend und die müssen sich um alles selber kümmern. Und wenn Familien auf engstem Raum bei dieser Kälte jetzt zusammensitzen, gibt es auch schon mal Streit. Und diese Situation, die gab es vorher nicht. Ich erlebe im Augenblick, dass was besser läuft, ist wirklich die Mütter und Väter und Angehörigen fahren sehr zielbewusst und sehr zielsicher in die Kur. Sie wollen das unbedingt, sie wollen etwas für sich tun und sie fragen auch nach Hilfe, ganz aktiv. Und das finde ich sehr mutig. Sie nehmen auch die Unwägbarkeiten der Corona-Krise in Kauf. Da kann schon mal eine Kur verschoben werden oder abgesagt werden. Aber das nehmen sie ganz tapfer und flexibel und ich finde das mutig und gut. Die Beratungsstelle ist geöffnet. Wir sind da für persönliche Beratung in der Beratungsstelle. Gerne einen Termin vorher verabreden. Dann haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt in der Kommunikation. Wir sind nämlich gut telefonisch auch erreichbar und wir machen telefonische Beratung. Und das Dritte ist die Online-Beratung, wo wir jederzeit auch Dokumente austauschen können. Das ist eine große Bereicherung. Das wollen wir in Zukunft fortsetzen und ich denke, wenn es schwierig wird mit Corona, sind wir da.